Moin Moin und erstmal ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr seid ganz entspannt und gesund ins neue Jahr gerutscht und habt jetzt einen ganz tollen neuen Start ins neue Jahr und vielleicht auch ein paar Vorsätze. Darum soll es heute nämlich auch gehen. Ich habe mir einige Vorsätze für das Jahr 2021 vorgenommen und Ähnliches möchte ich auch für das Jahr 2022 machen. Und das betrifft ganz explizit besonders zwei Themen. Zum einen möchte ich offene Buchreihen beenden. Und da habe ich ja im Laufe des Jahres 2021 euch ja alle Buchreihen vorgestellt, die bei mir noch offen sind. Und da habe ich drei Videos draus gemacht. Ist mir dann nochmal bewusst geworden, wie viele das wirklich sind. Manchmal ist es nicht meine Schuld, weil die Autoren einfach noch nicht weitergeschrieben haben und man echt ewig lange auf die Fortsetzung warten muss. Aber am meisten, am häufigsten ist es tatsächlich so, dass ich einfach noch nicht weitergelesen habe. Und das finde ich sehr schade. Ich hatte mir dann auch einige Reihen vorgenommen, die zu beenden. Und da wollen wir gleich nochmal schauen, ob ich das tatsächlich geschafft habe. Und dann wollen wir natürlich auch fürs nächste Jahr schauen, was ich mir dafür Reihen vornehme. Das andere Thema ist der Sub. Ihr wisst, ich möchte meinen Stapel ungelesener Bücher gerne reduzieren und die Bücher hier nicht so lange warten lassen. Und besonders schade ist es, wenn wirklich Bücher hier Jahre, also wirklich über mehrere, drei, vier, fünf Jahre hier einfach ungelesen liegen, ohne dass ich sie gelesen habe, ohne dass ich sie angefasst habe. Das ist schade und das möchte ich durch diese Subleichen-Challenge so ein bisschen verhindern. Und deswegen habe ich mir Anfang des Jahres 2021 schon die fünf Bücher rausgesucht, die am längsten hier bei mir liegen. Und die habe ich mir dann vorgenommen, im Jahr 2021 zu lesen. Ob ich das geschafft habe, werden wir auch gleich noch schauen. Und dann möchte ich mir natürlich wieder neue fünf Bücher raussuchen für dieses Jahr. Wir fangen mit den Reihen an. Ich habe mir sechs Reihen vorgenommen, die ich beenden möchte im Jahr 2021. Und das habe ich mir natürlich Anfang des Jahres in mein Buch der Bücher hier geschrieben. Sechs Reihen waren es, die ich mir vorgenommen habe. Das waren allerdings oft sehr alte Reihen, die ich wirklich schon lange offen habe. Es war natürlich sehr ambitioniert und ich wollte sie endlich beenden und hatte auch wirklich Lust drauf. Aber ich hätte da wieder von ganz vorne anfangen müssen. Das heißt, wieder von Band 1 anfangen müssen. Damit wären also auch Rereads verbunden. Und vielleicht waren das einfach ein bisschen zu viele. Und ich mag es ja auch immer nicht so gerne, wenn ich mich selbst zu sehr einenge in meiner Auswahl, weil ich habe ja im Jahr 2021 einige Reihen beendet, aber eben nicht diese. Ich habe tatsächlich nur eine von den notierten angefasst, die anderen leider gar nicht. Ich gehe kurz durch, welche das waren. Das ist einmal die Reihe der besonderen Kinder. Die Insel der besonderen Kinder habe ich bereits gelesen. Dann war das Calpurnias revolutionäre Entdeckungen, das ist ja eigentlich nur ein Zweiteiler, also hätte ich wirklich nur ein Band noch dazu holen müssen. Ja, aber auch darauf muss man Lust haben. Das ist nämlich nicht so richtig Fantasy, sondern eher ein ruhiges, historisches Buch mit sehr viel Naturverbundenheit. Aber trotzdem hatte mir der erste Band schon wirklich gut gefallen. Und dann haben wir die Chroniken der Nebelkriege. Das ist eins, was noch nicht so lange offen ist. Das ist die Vorgeschichte zu einer Trilogie. Die Vorgeschichte ist allerdings erst später erschienen. Das ist High Fantasy, die sehr maritim ist, aber auch ein bisschen für das jüngere Publikum geschrieben ist, auch ein bisschen humorvoller, aber eben mit viel maritimen und Unterwasserthemen. Das hatte mir ganz gut gefallen und da hatte ich mich dann auch auf die Trilogie gefreut. Und dann hatte ich mir noch Fabelheim vorgenommen. Das ist eine fünfteilige Jugendbuch, Kinderbuch, Fantasy. Ja, auch so ein Reservat mit ganz vielen Fabelwesen, die dort ja ihr Zuhause finden. Und dieses Reservat muss natürlich aber auch gepflegt und geschützt werden. Und zwei Kinder, Geschwister, die erfahren, dass ihre Großeltern eben so eines betreiben und erleben dort Abenteuer. Und dann habe ich noch die Dämonenakademie auf meinem Zettel gehabt. Der Erwählte ist der erste Teil einer Trilogie und ich habe Band 1 und 2 bereits gelesen, Band 3 noch nicht. Das heißt, da hätte ich tatsächlich
Ja, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht noch mal von vorne hätte anfangen müssen. Da war ich mir unsicher. Hier ist es High Fantasy, so ein bisschen typisch wie bei Herr der Ringe mit Elfen, Menschen, Zwergen und so weiter. Aber auch einer eigenen Beschwörer-Idee, Dämonen, die beschworen werden können und eben eine Akademie, eine Art Schule für, ja, dass dort die Magie gelernt wird und gelehrt werden kann. Ja. Da ist so ein bisschen die Krux, dass Band 3 noch nur noch gebraucht zu bekommen ist und manchmal gar nicht so einfach, jedenfalls nicht günstig oder im guten Zustand. Ja, Ausreden über Ausreden, das waren jetzt 5 und die sechste Reihe, die ich tatsächlich dann angefangen habe, war der Talisman von Stephen King. Das kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich das bereits aussortiert habe. Das war auch ein Reread. Ich wollte den ersten Teil lesen und den zweiten Teil dann direkt dahinter ranhängen. Aber leider hat es mich einfach nicht mehr packen können. Es war mir zu zäh, es war mir zu deprimierend. Und deswegen habe ich das abgebrochen und habe dann auch den zweiten Teil aussortiert. Immerhin konnte ich diese Reihe dann abhaken. Also 1 von 6 kann ich sozusagen bei dieser Challenge als erfolgreich melden. Das heißt, diese Challenge war nicht sehr erfolgreich. Ich habe überlegt, ob ich mir überhaupt Reihen vornehmen soll. Aber ich habe mich jetzt entschieden, einfach die Anzahl zu halbieren, also mir tatsächlich nur 3 Reihen vorzunehmen, auf die ich wirklich jetzt aber direkt Lust habe, mir nicht zu alte rauszusuchen. Ich will die trotzdem alle noch lesen, aber man muss da wirklich Lust zu haben und ich bin dann doch lieber ein bisschen spontaner in meinen Entscheidungen und kann entscheiden, wo ich gerade richtig Bock drauf habe. Deswegen habe ich mir jetzt 3 Reihen ausgesucht, die relativ frisch sind, aber eine doppelt sich tatsächlich. Also eine habe ich euch gerade gezeigt, die im letzten Jahr auch schon, ja, ein Ziel war, sie zu lesen. Und zwar sind es eben die Chroniken der Nebelkriege von Thomas Finn. Und zwar habe ich bei Julia vom Kanal Leseritter gesehen, dass sie sich die Trilogie gerade zugelegt hatte. Und ich habe sie gefragt, ob wir die vielleicht nicht zusammen lesen wollen. Wir haben jetzt ja schon mehreres zusammen gelesen, aber wir hatten nie so richtig Glück, dass wir mal so richtige Highlights zusammen gelesen haben. Es waren immer meistens so mittelmäßige Bücher und hier hoffe ich, dass uns das richtig gut gefällt. Ich bin ja ein ziemlich großer Fan von Thomas Finn, eher von seinen Horrorbüchern, von seiner Fantasy habe ich noch nicht ganz so viel gelesen und das, was ich gelesen habe, war jetzt kein großes Highlight, aber von dieser Reihe verspreche ich mir sehr viel. Ich habe sie mir jetzt gerade auch in einer wunderschönen Metallic Edition bestellt. Das hier ist nämlich, sind die Neuauflagen, die auch hübsch sind. Kann man nicht anders sagen, aber die gebundenen Bücher, die sind so metallisch und schimmern so. Ja, und ich habe sie mir jetzt gebraucht bei eBay gekauft, alle 4. Mache ich ja eigentlich nicht so gerne, dass ich schon direkt die ganze Reihe mir kaufe, ohne dass ich weiß, wie sie mir gefallen hat. Also ersten Band habe ich ja immerhin schon gelesen. Wie gesagt, ist das maritime Fantasy. Hier geht es um die Elfe Fi, die ohne Erinnerung aufwacht auf einem Schiff. Und sie trifft dann auch noch auf eine Möwe, mit die mit ihr sprechen kann, und auf einen Nixling, der ihr bei ihrer Aufgabe hilft, denn sie erfährt, dass die böse Nebelkönigin Morgoja das Land und das Volk der Elfen unterworfen und versklavt hat. Und das möchte sie natürlich verhindern. Ja, das werde ich jetzt nicht nochmal lesen, das habe ich noch relativ gut im Kopf. Vor allem ist es, kann man die Trilogie eben ganz unabhängig von der Vorgeschichte hier lesen. Da geht es, glaube ich, um Irrlichtfänger. Spielt aber eben in dieser selben maritimen Welt. Ich bin gespannt, ob es auch diesen maritimen Touch hat oder ob das nur diese Vorgeschichte betraf. Die nächste Reihe, die ich im Jahr 2022 auf jeden Fall beenden möchte, ist diese hier, die Nebelgeborenen von Brandon Sanderson. Den ersten Teil habe ich ja 2021 gelesen und ich fand den wirklich toll. Auch wenn ich ein paar Längen zwischendrin auch erlebt habe, wo ich dachte, jo, jetzt kann es mal wieder ein bisschen weitergehen, habe ich mich eben hier in das Magiesystem verliebt und das hat man mir schon prophezeit. Brandon Sanderson ist eben der King, the King of Magiesysteme. Hier geht es eben um ein Magiesystem,
bei dem man Metalle schlucken kann. Und diese Metalle sind eben Energielieferanten, die kann man in sich verbrennen und damit eben Magie weben. Und jedes Metall hat eine andere Fähigkeit, kann miteinander kombiniert werden. Und nicht jeder Mensch kann diese Fähigkeiten. Manche können auch nur ein bestimmtes Metall verbrennen, aber unsere Protagonisten sind eben befähigt, alle diese Metalle verbrennen zu können. Und sie planen eine Rebellion, den Tyrannen zu stürzen, was ein sehr großes Unterfangen ist für so eine kleine Gruppe, die sich zusammengetan hat. Aber das macht eben das Ganze auch so ein bisschen aus. Die Charaktere und das Magiesystem sind die großen Stärken hier in diesem Buch für mich. Und weil ich eben nicht nochmal jetzt von vorne anfangen möchte und damit nicht die ganzen Details jetzt verloren gehen, möchte ich möglichst bald jetzt auch Band 2 und 3, die ich mir auch schon gekauft habe, weil ich wirklich vorhatte, demnächst das zu lesen. Ich hatte auch wirklich vor, das noch 2021 zu schaffen. Ist leider nichts geworden. Deswegen, das wird, glaube ich, auch eines der nächsten Projekte werden, die ich weiterlesen möchte. Ich habe da richtig Lust drauf und die Protagonisten hier wieder zu treffen, die ganzen Nebenfiguren und schauen, wie sich die Welt entwickelt, weiterentwickelt und was da noch alles für Wendungen auf mich warten. Ja, es ist wohl ein Universum, was Brandon Sanderson ja auch mit mehreren Reihen weitergeführt hat. Aber zunächst möchte ich die Trilogie beenden. Es gibt, glaube ich, noch einen vierten Band, der aber nicht ganz, also der so auch so lose dranhängt. Ich werde sehen. Auf jeden Fall, die Trilogie habe ich mir vorgenommen und da freue ich mich auch drauf. Und das soll bitte auch etwas werden. Deswegen, da werde ich, glaube ich, auch Anfang des Jahres gleich mit weitermachen. Das sind auch immer so, ich glaube, 1000 Seiten, naja, so 800, 900 Seiten Bücher. Aber ja, bei High Fantasy muss das ja manchmal auch so sein, um den ganzen Weltenaufbau, um die Charaktere, die oft ja in sehr reicher Anzahl vorkommen und so weiter, alles erklären und plausibel aufbauen zu können. Und deswegen bin ich eher skeptisch, wenn High Fantasy eher dünn ist, also wenige Seiten hat. Aber hier freue ich mich sehr drauf. Und die nächste Reihe, die ich weiterführen und auch beenden möchte, ist die Krähen-Dialogie. Die kann ja so schon irgendwie für sich selbst stehen, aber ich habe 2021 ja Grisha 1 bis 3 gelesen. Also ins Grisha-Universum bin ich eingestiegen, aber auch eben mit dem Vorsatz, damit ich dann danach die Krähen-Dialogie lesen kann und vielleicht dann noch die andere Dialogie. Aber um in die Geschichte besser hineinzukommen, wurde immer empfohlen, die Grisha-Reihe zu lesen. Ist ja eine High-Fantasy-Geschichte, die so ein bisschen im russischen Setting angesiedelt ist und eben auch um Grisha, also um Magier geht, die verschiedene Elemente beeinflussen können und unsere Protagonistin kann Licht heraufbeschwören, was mit einer Prophezeiung zusammenhängt und sie dadurch irgendwie in den Fokus gerät, auch von dem Dunklen, der eben die Grishas befehligt. Ja, ganz grob zusammengefasst habe ich eben jetzt die Trilogie beendet und jetzt soll es weitergehen mit der Krähen-Dialogie. Also die zwei Bücher habe ich mir im Jahr 2021 auf jeden Fall vorgenommen und dann kann ich auch endlich mit der Serie beginnen, weil die ja auch so ein bisschen die Krähen spoilern soll, so ein bisschen Grisha und Krähen soll das ja so ein bisschen vermengen. Und da freue ich mich auch schon drauf, die Staffel zu schauen, weil davon ja auch viel geschwärmt wird von der Serie. Die soll ja ganz gut gemacht sein. Ja, genau. Ob ich dann noch nach den Krähen dann die weiteren Bände noch lese in diesem Jahr, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall die zwei Bücher werde ich mir durchlesen und ich hoffe, dass ich dann genauso begeistert sein werde. In den Krähen ist ja nochmal soll ja so ein bisschen erwachsener sein als Grisha, ist ja so ein bisschen eine Bande von Magiern oder von Menschen, die verschiedene Begabungen haben, die einen Magier, glaube ich, befreien sollen. Und an sich, die Thematik spricht mich gar nicht so sehr an, aber da wird immer so sehr von der Figurentiefe geschwärmt, dass die Figuren so gut ausgearbeitet sind und jeder seine Story und sein Päckchen zu tragen hat. Und das
Bin ich gespannt, ob auch mich mal wieder so ein bisschen die Magie da drin begeistern kann, weil im Klappentext kommt davon da eben nichts vor. Aber ich habe ja jetzt die Grundlage durch diese Bücher hier. Ja, und dann gucken wir mal, ob ich genauso begeistert bin oder ob ich dem Hype nicht entspreche. Ja, schauen wir mal. Ich bin sehr neugierig und freue mich drauf. Das sind also die drei Reihen, die ich mir für das Jahr 2022 vorgenommen habe. Das sollen aber nicht die einzigen Reihen sein, die ich im Jahr 2022 lesen werde, sondern ich will mich jetzt einfach aber nicht weiter einschränken. Ich habe mir aber gesagt, wenn ich eine neue Reihe in diesem Jahr beginne, und es gibt weitere Bände, möchte ich sie in diesem Jahr dann auch weiterführen. Und deswegen werde ich versuchen, auch möglichst nicht so viele neue Reihen zu beginnen. Ich habe allerdings mir im nächsten Thema noch eine weitere Reihe vorgenommen, aber tatsächlich nur eine, die ich neu beginnen möchte. Somit kommen wir jetzt zu den Subleichen, also den Büchern, die tatsächlich schon mehrere Jahre hier warten, gelesen zu werden. Ich habe mir Anfang des Jahres 2021 fünf Bücher vorgenommen. Davon habe ich zwei gelesen und drei leider nicht. Mag vielleicht auch daran liegen, dass die ich nicht gelesen habe, auch wieder die Anfänge von Reihen gewesen sind und die auch gar nicht so kurz sind. Und deswegen habe ich da vielleicht auch nicht zugegriffen. Das hat eben diese beiden Vorsätze haben so ein bisschen sind miteinander kollidiert. Zum einen, ja, das zu lesen, was auf dem Sub liegt und Reihen zu beenden und nicht neue anzufangen. Aber auf dem Sub liegen halt eben auch Reihen, die dann beendet werden wollen. Also es hat sich so ein bisschen, ja, gebissen gegenseitig. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, okay, ich schaue jetzt zwar, welche Bücher am längsten hier bei mir liegen, aber die ganzen Reihen, die übergehe ich kurz und nehme tatsächlich nur die, die am längsten hier schon liegt. Hat das jetzt Sinn gemacht? Also den ersten Band, der am längsten hier schon liegt, das ist dann die Reihe, die ich mir zusätzlich noch vornehme, aber alle anderen lege ich erstmal beiseite für dann die nächsten Jahre sozusagen. Und die anderen sind Einzelbände. Ja, ich habe im Jahr 2021 Dorian Gray gelesen, das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde. Und die Hüterin der Worte von Diana Menschik. Letzteres ist so, ja, so Bücher-Fantasy, Bücher über Bücher, in denen ein Autor in seine eigene Geschichte hineinspringen wollte und so eine kleine Schreibblockade hatte für seine Fortsetzungsbücher und dabei gemerkt hat, dass er eben in seine Geschichte hineinspringen kann und dort so ein bisschen Chaos ausbricht und er glaubt aber, er kann dadurch ja vielleicht ein bisschen Inspiration für sein weiteres Schreiben bekommen, aber gleichzeitig ist die Welt in Gefahr und er macht das Ganze noch schlimmer. Ja, war für mich eher mittelmäßig leider. Ich fand die Idee ganz cool und auch so dieser Schlagabtausch zwischen seinem Hauptcharakter und dem Autor selbst war irgendwie auch ganz amüsant. Aber ich habe mich über viele Charaktere sehr aufgeregt, über deren Verhalten und wie die miteinander umgegangen sind. Besonders auch die Liebesgeschichte fand ich hier haareraufend. Und ja, auch so ein bisschen Verlauf der Geschichte fand ich ein bisschen schade. Aber ich bin ganz froh, dass das jetzt sozusagen abgehakt und gelesen ist. Das lag hier nämlich wirklich, ich glaube, 4, 5 Jahre. Und auch Dorian Gray lag hier eben schon sehr lange. Das war leider auch nicht das Highlight, was ich mir gedacht hatte. Das ist ja ein Klassiker, der auch so ein bisschen in die düstere Richtung geht. Ich habe mir jedenfalls auch ein bisschen düstere Atmosphäre gewünscht, habe ich leider nicht bekommen. Es gab endlose lange Monologe und Dialoge, die mich einfach nur gelangweilt haben. Und dieses Bildnis von Dorian Gray, was er ja mit ja, so einen Pakt geschlossen hat, das Bildnis, das denn statt seiner altert und er eben ewig jung bleibt, obwohl er ein Leben in Saus und Braus, Alkohol, Drogen, Frauen lebt. Ja, das geht alles spurlos an ihm vorbei und richtet ihn dann nachher aber trotzdem zugrunde, weil er irgendwie paranoid wird, ob seines Bildes, was er natürlich immer verstecken muss. Ja, also die Idee fand ich großartig und ich mag auch viele Adaptionen und Verfilmungen, auch Spiele, die darauf basieren, Computerspiele finde ich ganz toll, aber auch eher ja, auch dieser philosophische Aspekt dahinter, aber das
Diese Schreibweise konnte mich leider nicht packen. Ich habe weder Atmosphäre gespürt, noch irgendwie eine Art Spannung, noch hat mich diese Gedanken irgendwie zum, ja, so richtig zum Nachdenken angeregt. Manchmal vielleicht schon. Ich habe es in einer Leserunde gelesen, was das Ganze ein bisschen angenehmer gemacht hat. Aber auch das Buch ist leider nicht mehr da. Ja, und dann habe ich noch drei weitere Bücher ja drauf. Und da war zum einen die Flammenwüste. Das ist eine Drachenreihe, die in der Wüste, so im orientalischen Setting spielt. Die habe ich mir jetzt eben nicht nochmal draufgepackt, aber die anderen beiden. Und die möchte ich euch natürlich jetzt vorstellen, plus die, die ich mir noch dazu raufgepackt habe. Wir beginnen mal mit dem Buch, was wirklich schon am längsten hier liegt, jetzt von dem, die hier ich mir vorgenommen habe. Und zwar ist es das Lied von Mond und Sonne von Wanda N. McIntyre. Und das habe ich letztes Mal schon gesagt, das ist ein Buch auf meinem Sub, worauf ich mich mit am meisten freue. Und vielleicht ist das immer so das Problem, dass ich dafür immer den perfekten Augenblick suche, es dann zu lesen. Und der kommt irgendwie immer nicht und deswegen schiebt man es auf. Es gibt ja so Bücher, die lange bei einem ungelesen liegen und man dann irgendwie so ein bisschen die Lust verliert. Und das ist bei dem nicht der Fall. Umso seltsamer ist es, warum habe ich es noch nicht gelesen? Ja, es ist seltsam, es ist ein Einzelband, es ist eine Mischung aus Historischem und Alchemie und Magie und spielt eben am Hof des Sonnenkönigs und dort ist Aufruhr, denn eine Expedition hat ein Seewesen, ein Fabelwesen aus dem Meer hervorgeholt und das soll nun untersucht werden und eine junge Frau wird eben auch mit der Pflege dieses Wesens beauftragt und die beiden scheinen sich so ein bisschen anzunähern. Ich hoffe nicht in einer Liebesbeziehung, sondern eher in freundschaftlicher Beziehung. Ich weiß auch nicht, ob dieses Seewesen, was die da hervorgezogen haben, eher menschlich ist oder eher in die tierische Natur geht. Ja, ich hoffe eher Letzteres. Da hätte ich nämlich mehr drauf Lust. Aber ja, das könnte natürlich so ein kleines bisschen auch der Grund sein, warum man dazu nicht greift, wenn man diesen kleinen leisen Zweifel hat. Aber insgesamt, ich liebe das Cover. Ich finde es großartig, dass es ein Einzelband ist und eben diese Mischung aus Alchemie, Magie und Wissenschaft, ja, das finde ich einfach großartig. Und das möchte ich wirklich auch dieses Jahr schaffen, weil es eben auch die argste Subleiche hier auf meinem Stapel ist. Und jetzt kommen wir zu der Reihe, die ich eben jetzt in diesem Jahr beginnen möchte zunächst und dann entscheide, ob es was für mich ist, ob ich dann die Reihe weiterverfolge. Ob ich die Reihe tatsächlich dann abschließen kann, weiß ich nicht, weil es auch wieder so ein großes Universum aufschlüsselt. Aber ich glaube, es gibt verschiedene Trilogien. Also da wäre es schon ganz gut, wenn ich vielleicht die erste Trilogie jedenfalls schaffe. Aber hier nehme ich mir eben nicht vor, die Reihe unbedingt zu beenden, sondern sie erstmal anzufangen und zu gucken, ob es etwas für mich ist. Aber letztendlich habe ich mir natürlich vorgenommen, nicht mehr so lange zu warten zwischen den ganzen Fortsetzungen, damit man eben nicht die ganzen Details vergisst, weil das finde ich immer so schade. Und es ist schon schön, wenn man die ganzen Details noch weiß und die ganzen Anspielungen versteht, sonst geht ja doch einiges verloren. Ja, und zwar Die Gabe der Könige von Robin Hobb. Das ist die Weitseher-Reihe und das ist ja auch eine Fantasy-Reihe, die man eigentlich als High-Fantasy-Fan doch irgendwie kennen muss. Es ist jetzt ja neu aufgemacht worden. Ihre ganzen Bücher aus diesem Universum werden ja nach und nach neu aufgemacht. Hier finde ich es ein bisschen schade. Es geht ja so eindeutig in die Richtung der Aufmachung der Game of Thrones-Bücher und ich finde, das hat es eigentlich nicht nötig. Ich finde es jetzt nicht hässlich, ich finde es ganz hübsch, aber geht eben eindeutig dahin und ich finde es schöner, wenn die Bücherreihen so für sich stehen können und für sich auffallen und nicht irgendwie angelehnt werden. Aber hier geht es wie so oft ja eben auch ums Geld und wenn etwas sich gut verkaufen lässt, dann wird sich eben danach gerichtet. Aber der Inhalt ist natürlich das Entscheidende und hier geht es um Fitz. Ja genau, Fitz und er ist ein Bastard, der Sohn eines Prinzen und eines Bauernmädchens. Doch schon in jungen Jahren nimmt ihn der König in seine Dienste. Ja, und er muss sich nachher entscheiden zwischen Treue zu dem König und zwischen
auch seiner Freiheit und seinem eigenen Denken. Und er hat wohl eine besondere Gabe, mit Tieren kommunizieren zu können, besonders mit Hunden. Ja, und das finde ich natürlich eine tolle Gabe. Inwiefern es hier jetzt viel um Magie geht, kann ich auch noch nicht sagen, aber es wird ja viel davon geschwärmt, besonders auch Carina vom Kanal Carina Zacharias und auch viele andere. Und ich möchte endlich wissen, ob es etwas für mich ist. Ich bin sehr davon überzeugt, dass es sowas für mich ist, weil ich einfach gerne mag, wenn ich Protagonisten von jungen Jahren an begleite und sehe, wie sie aufwachsen. Und wie sie nach und nach zu ihrer Begabung, zu ihrer Bestimmung kommen. Und das hat mir irgendwie mein Leseleben so ein bisschen gezeigt, dass ich das immer sehr gerne mag. Zum Beispiel bei Das Lied der Dunkelheit, aber auch Der Name des Windes ist es ja auch der Fall. Und das waren ja für mich große Highlights. Ich hoffe, dass es sich hier einreihen wird. Deswegen, das ist die Reihe, die ich mir für die Subleichen vorgenommen habe. Ja, auch mehrere Jahre schon auf meinem Sub. So, jetzt kommt ein Buch, was außer der Reihe meinen eigentlichen Genres liegt. Ich habe das mal in einer Bücherschnitzeljagd für mich entdeckt. Und zwar ist das Lady Africa von Paula MacLean. Das seht ihr schon von den Farben, natürlich genau meins. Ich mag auch diese Stimmung, dieses Licht, was hier drauf widerspiegelt. Und das ist so eine Mischung aus Abenteuerroman, was so ein bisschen auf wahren Begebenheiten beruht, aber eben auch in die Frauenrolle so ein bisschen beleuchtet in dieser Zeit. Und eine junge Frau, die im afrikanischen Busch aufgewachsen ist, sie ist Tochter eines Lords und sie interessiert sich nicht für Seidenkleider oder Etikette. Dafür ist sie stark und mutig und hat von ihrem Vater alles über Pferde gelernt. Doch im britischen Protektorat, dem späteren Kenia, der vorigen Jahrhundertwende, ist kein Platz für solch ein ungezähmtes Mädchen. Bis sie Karen Blixen, eine Seelenverwandte, findet, bis sie in Karen Blixen eine Seelenverwandte findet und in deren Geliebten, dem Flieger und Großwildjäger Dennis Finch Hatton, das Abenteuer ihres Lebens. Ja, und sie wird also eben auch zu einer Flugpionierin und ich mag ja diese wilden Wildfänge, diese Mädchen, die so stark und mutig sind und aus der Reihe fallen, finde ich einfach klasse. Leider ist bei diesem Buch hier ein ganz fataler Knick reingekommen. Man sieht es hier vielleicht, da hatte ich Bücher drauf liegen. Ärgert mich ein bisschen, aber ich werde es jetzt erstmal so lesen. Und wenn es mir richtig, richtig gut gefällt, dann kann ich es ja immer noch mal neu kaufen. Ich weiß, ich bin da ein bisschen speziell. Der Kleber müsste hier auch einfach mal ab. Ja, das geht so ein bisschen, ist natürlich kein eisiges Abenteuer, aber geht so ein bisschen auch in diese Richtung, dass meine Leidenschaft, diese Abenteuer, Pioniere, Expeditionen ins Eis, diesmal eben mit Flugzeugen im afrikanischen Busch. Ich hoffe, dass vielleicht auch die Pferde noch eine kleine Rolle spielen, dass man diese Liebe zu den Pferden dadurch spürt. Das gefällt mir natürlich auch sehr. Ja, mal schauen. Ich hoffe, dass ich dazu greifen werde, dann wahrscheinlich eher so in Richtung Frühling und Sommer, weil es da einfach besser hinpasst. Aber ja, das kann man, glaube ich, ganz gut mal in den Sommermonaten zur Hand nehmen. Und wenn mich dann dieses Abenteuer-Feeling, raus aus der Welt-Gefühl packt, dann werde ich dazu greifen. Jetzt kommen wir tatsächlich zu einem Buch, wo ich so ein bisschen die Lust verloren habe, aber die liebe Julia vom Kanal Leseritter, von der ich ja tatsächlich auch schon erzählt habe in diesem Video, die schwärmt davon so sehr und deswegen werde ich es versuchen. Vor allem ist das Buch nicht dick und es ist ein Einzelband und Fantasy und klingt doch irgendwie spannend und ich mag auch das Cover sehr, aber so ein bisschen die Vorfreude ist abgeflacht, was wirklich sehr schade ist und das soll ja genau, das will ich ja jetzt verhindern und nach irgendwie in den Griff bekommen, dass das nicht mehr passiert. Das dunkle Wort von Silvia Englert ist dieses Buch und ihr seht, es hat nur 300, 400 Seiten. Das habe ich irgendwann mal als Mängelexemplar entdeckt. Hier ist es so ein bisschen vergilbt, aber ansonsten ist das tippitoppi im Schuss. Und
Ja, hier geht es auch um Magier. Das Orchideenreich Skyda schwebt in höchster Gefahr. An seiner nördlichen Grenze ist ein Heer aufmarschiert, das von unheimlichen Glasklingenkriegern begleitet wird. Während gleichzeitig ein seltsamer Zauber von der Hauptstadt ausgehend immer weitere Teile des Landes zu Kristall erstarren lässt. Nur ein Mann kann jetzt noch helfen, und so schickt Idassa, oberste Magierin und Beraterin des Königs, einen verzweifelten Hilferuf an ihren ehemaligen Mentor Terwin. Doch der hat sich geschworen, nie wieder Magie einzusetzen, seit er eine nicht wiedergutzumachende Schuld auf sich geladen hat. Ja, ich hoffe, dass es nicht zu sehr kriegerische Handlungen im Vordergrund hat, weil das finde ich dann meistens eher ein bisschen langweilig. Aber Magier und ob da tatsächlich noch irgendwie Drachen eine Rolle spielen, würde ich natürlich super finden. Ist auf dem Klappentext nicht zu finden, aber warum sollte hier sonst so ein Drache auf diesen gebrochenen Ring sitzen? Oder es hat eine symbolische Bedeutung, kann natürlich auch sein. Ja, und dann diese Glasklingenkrieger, das klingt natürlich auch interessant. Und ich möchte natürlich auch wissen, warum Julia da so sehr von schwärmt. Und dann kann ich mich mit ihr unterhalten. Aber ich weiß auch, dass Julia, glaube ich, auch ganz gerne diese kriegerischen High-Fantasy-Geschichten liest. Das heißt, da könnte sich natürlich auch eine, ja, ein unterschiedlicher Lesegeschmack bei nochmal herausstellen. Und das letzte Buch, das es in die Vorsätze 2022 geschafft hat, ist dieses hier, Die Papierprinzessin von Fabienne Siegmund. Ein schön dünnes Büchlein, was man mal ja, zwischendurch schieben kann. Von Fabienne Siegmund habe ich euch schon öfter vorgeschwärmt. Sie schreibt immer sehr märchenhafte, sehr poetische Geschichten und eben mit einer sehr bildhaften Sprache fängt sie das Ganze immer ein. Meistens gefällt mir das unglaublich gut. Es gab jetzt einen Flop, wo ich es einfach zu kitschig fand, aber die anderen mochte ich immer sehr gerne. Es war alles sehr symbolisch, poetisch und man konnte da so viel schön reindichten. Und hier hat es natürlich außerdem auch noch etwas mit Literatur, mit Geschichten, mit Büchern zu tun. Und zwar ist es eine Prinzessin, die ganz aus Papier ist. Sie trug Kleider so weiß wie ein unbeschriebenes Blatt. Das Land, in dem sie lebte, war aus Geschichten gebaut, die ihre Großmutter, die Königin, erzählte. Begleite die Papierprinzessin auf ihre abenteuerliche Reise, bei der sie selbst und Amelia May, die Erzählerin ihrer Geschichte, zu Heldinnen werden, die mit der Macht der Worte alles zu verändern mögen. Vom Schreiben, vom Lesen und von der Fantasie beflügelt, wird dieses Buch deine Sichtweise auf Geschichten verändern, wird dich selbst an fast vergessene Geschichten erinnern und wie eine Blüte im Zeitraffer zu einer neuen heranreifen. Ja, und außerdem sind hier wohl mehrere Zitate von Autorinnen, von Autoren der Fantastik, die auf die Frage antworten, was ihnen Geschichten bedeuten. Ja. So, auf so viele verschiedene Ebenen spricht mich das an, weil hier eben auch verschiedene Ebenen der Geschichte auch noch eine Rolle spielen und auch irgendwie diese vierte Wand der Geschichte aufgebrochen wird, weil ja scheinbar die Erzählerin der Geschichte und auch die Papierprinzessin, die erfundene Figur der Erzählerin, aufeinandertreffen und Abenteuer erleben. Und ich finde das Buch auch unglaublich schön aufgemacht. Es ist für dieses kleine Format wirklich sehr schwer, weil die Seiten so ein ja, Katalog, ja, Haptik haben, sehr weiß und es gibt außerdem auch noch Illustrationen. Ja, ich bin sehr gespannt. Es ist außerdem in zwei Farben abgedruckt, einmal in Blau und einmal, könnt ihr das erkennen? Hier ist es blau und hier schwarz. Vielleicht so ähnlich wie bei der unendlichen Geschichte, dass eben die verschiedenen Ebenen dort so gekennzeichnet sind. Ja, was sagt ihr denn zu meiner Auswahl? Also es sind natürlich wieder ordentlich viele Bücher und ich bin gespannt, ob es diesmal ein bisschen erfolgreicher sein wird, dadurch, dass ich so ein paar Anpassungen vorgenommen habe und mich nicht ganz so sehr auf die Reihen festlege, die ich lesen möchte, sondern nur ein paar, die ich wirklich sehr, sehr wahrscheinlich demnächst schon anfangen werde und eben die Einzelbände, die hier schon am längsten bei mir liegen. Und das finde ich wirklich ein schöner Vorsatz. Ansonsten habe ich keine weiteren Challenges. Natürlich möchte ich insgesamt meinen Stapel ungelesener Bücher verringern und ich habe auch ein bisschen vor, mehr Kinderbücher zu lesen, weil ich einfach da gemerkt habe, dass mir das große Freude bringt. Und das werdet ihr dann ja vielleicht im Rückblick nochmal sehen,
im Jahresrückblick, was ich alles so gelesen habe und was ich daraus für Schlüsse gezogen habe. Ja, und ich habe natürlich auch wieder einige Projekte vor, mit anderen weiterhin zusammen zu lesen, auch wenn ich da ein bisschen reduzieren möchte, wie ich das auch ja letztes Jahr gemacht habe, mir da nicht zu viel vorzunehmen, weil das in Stress ausarten kann und ich auch gerne einfach nur für mich lesen möchte zwischendurch und deswegen die Leserunden und die ganzen Projekte im Rahmen halten möchte, aber immer wieder schön plane mit meinen kleinen Heftchen und notiere. Also das wird auch ein weiterer Vorsatz, einfach so weitermachen. Ich habe aber auch einige Überraschungen für euch, die ich mir überlegt habe und die jetzt auch so ja im nächsten Jahr auch so ein paar Sprünge anstehen, zum Beispiel eben mein 7-jähriges BookTube-Jubiläum, also das magische 7. Jahr ist eben bei BookTube eingetroffen bei mir und das muss natürlich auch ein bisschen gebührend gefeiert werden. Auf welche Art und Weise, das werdet ihr dann sehen. Und einige andere Projekte sind auch noch in Gange, freue ich mich sehr drauf, aber das werdet ihr dann immer zur Zeit mitkriegen, wenn es denn endlich soweit ist. Und jetzt könnt ihr mir in den Kommentaren mal verraten, was ihr euch denn so für Lesevorsätze ja vorgenommen habt. Habt ihr irgendwelche Challenges? Ich finde das ja immer sehr motivierend zum einen. Man darf es aber eben nicht zu sehr festzurren. Für mich jedenfalls habe ich für mich festgestellt, damit man nicht zu sehr eingeschränkt ist. Aber ich finde, das kann motivieren, kann Freude machen, wenn man sich so gewisse Challenges ausdenkt. Und ich gucke es bei anderen auch unglaublich gern. Das wiederum motiviert mich dann auch, meine Challenges einzuhalten. Ihr könnt mir natürlich einmal das in die Kommentare schreiben, was für Vorsätze und Challenges ihr euch überlegt habt oder ob ihr das gar nicht braucht. Das kann ich dann auch ganz gut verstehen, wenn man einfach frei und locker nach Lust und Laune liest. Und ja, ihr könnt mir natürlich auch schreiben, wenn ihr die Bücher, die ich hier vorgestellt habe, schon gelesen habt, dann könnt ihr mir gerne noch ein bisschen mehr Lust darauf machen und ein bisschen noch mehr Motivation geben. Ihr könnt mir natürlich auch erzählen, wenn ihr sie nicht mochtet, finde ich auch interessant, solange ihr nicht spoilert. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao, ciao!